Sehr verehrtes Publikum, wir haben Sie schmerzlich vermisst. Freuen wir uns jetzt gemeinsam auf eine Spielzeit, in der wir Sie wieder regelmäßig in unserem schönen Altotheater willkommen heißen dürfen. Verdis bedeutende Grande Opera Don Carlo und Puccinis dreigeteilte Opernabend Il Trittico wollten wir Ihnen bereits in den letzten beiden Spielzeiten präsentieren. Beide Premieren holen wir nun gerne nach. Gleiches gilt für die Aufführung von Henry Purcells barockem Meisterwerk Dido in Aeneas. Außerdem haben wir 4 weitere Premieren für Sie bereit, mit Wolfgang Amadeus Mozarts wegweisenden Jugendwerk La Finta Giardiniera oder auf Deutsch Die Gärtnerin aus Liebe starten wir in die neue Saison. Gaetano Donizettis Bel Canto-Hit Lucia di Lammermoor können Sie im Herbst erleben. Im neuen Jahr zeigen wir Ihnen noch Béla Bartóks fesselnder Einakter Herzog Blaubarts Burg und die groß besetzte Oper Arabella von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal. Die Regisseure der genannten Titel werden Ihnen nun ihre Gedanken zu den Inszenierungen persönlich vorstellen. Meine Kolleginnen und Kollegen und ich freuen uns sehr, dass wir wieder live für Sie spielen dürfen. Above all, I would like to say that I'm very happy I can collaborate on this production of La Finta Giardiniera, because it's a beautiful piece and funny piece. So I'll try to do my best to create a real comedy performance for you. In one thing, perhaps today's difficult time somehow will affect the performance, because given the pandemic rules, I'll probably will have to arrange the singers on the stage at 2 meters distances. It's rather unusual, and it won't be definitely easy, because whole the libretto, whole story is about love affairs. But on the other hand, it could be beneficial for you, because we will inspire you, we will show you how to do that practically. When you want to get acquainted with a new friend, new lover, at 2 meters distance, of course. Ein Sarg kriegt Arbeit und ein Bett wird leer. Dieses Zitat von Gottfried Benn könnte vielleicht Pate stehen für die möglicherweise berühmteste Belcanto-Oper aller Zeiten, Gaetano Donizettis Lucia di Lammermoor. Mit einem Mord gelingt es dieser Lucia Ashton, der Braut von Lammermoor, zwar die Pläne ihrer Brüder zu durchkreuzen, doch sie zahlt dafür einen hohen Preis, sie verfällt dem Wahnsinn. Regisseur Dietrich Hilsdorf hat sich vorgenommen, diese Oper von Donizetti anzuspitzen, und das wird er unter anderem mit einem Blick in die literarische Vorlage tun. Nicht nur ein historischer Roman, sondern eine Gothic Novel. Aber wie heißt es so schön bei Kleist, einem weiteren Lieblingsautor von Hilsdorf? Der Augenblick nach dem Verbrechen ist oft der schönste in einem Menschenleben. Wenn Lucia nach dem Mord zu den Klängen der Glasharmonika ihre Stimme erhebt, ist man vielleicht einen Augenblick lang versucht, diesem Satz zuzustimmen. Dietrich Hilsdorfs 21. Inszenierung am Alto Musiktheater. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Also wir haben versucht, die Handlung so ein bisschen von dem Kleinrealismus wegzunehmen, weil genau die Verdichtung der Gefühle, die so zusammengepackt ist, wirklich in so eine Art Kaleidoskop von einer Stunde, das ein bisschen aufzulösen, eher in so eine allegorische Sprache. Das heißt, wir haben versucht, eigentlich für Bilder so Zwischentöne zu finden. Es gibt teilweise auch fragende Bilder, wo ich hoffe, dass der Zuschauer gar nicht sofort denkt, ah, wow, das ist so, und ah, toll, das ist so, sondern es sind eigentlich mehr so, es ist fast wie so ein Altarbild. Oder oft habe ich beim Zusehen und beim Hören jetzt, musste ich an so Altarbilder denken, wo man davor sitzt, wo man gar nicht sofort alles versteht, wo man auch nicht sofort jeden Moment in Gänze oder in Klarheit sieht, sondern wo man das Gefühl hat, es gibt so Nuancen, es gibt fast wie so Zustände. Das fand ich eigentlich das Spannende dieser doch sehr holzschnittartigen Geschichte, so andere Layer zu geben und Ebenen, die dann vielleicht davor oder dahinter stehen und nicht so direkt auf den Figuren drauf. Trittico ist sicher Puccinis experimentellstes und modernstes Opus. Als solches eine große Challenge für jeden Regisseur. Nicht nur gedanklich konzeptionell,
sondern direkt sportiv, dann ist es ein Dreikampf, der hier ausgetragen wird in drei Disziplinen, dramatisch, lyrisch, satirisch. Für unseren Abend und für Triptychon interessiert mich sehr die griechische Wortherkunft, was so viel meint wie Dreischichtigkeit. Es ist eine Lesart in drei Schichten. Ich würde gern einen Zerfall vorbeugen in unterschiedliche Milieus, in Hafenmilieu, in Klostermilieu. Nein, es sind innere Kosmen, die sich gegenseitig durchdringen und zentrale Thematiken, die von einem Stück ins nächste durchgereicht werden, wie beispielsweise die Schuldfrage. Ist Schuld eine objektive Setzung oder subjektives Empfinden? Schuld, wie erinnert man sie, wie verdrängt man sie, mit welchen Mechanismen lässt sich mit Schuld weiterleben? Aus der Schuld resultierend das große Motiv des Todes, was alle Stücke betrifft. Im Grunde lässt sich sagen, Tritico ist ein Triptychon des Todes, was uns Puccini zu unserer Reflexion überlassen hat. Nichts scheint die Menschheit so sehr zu faszinieren wie blutrünstige Märchen. Einer der berühmtesten Märchenmörder ist der mysteriöse Burgbesitzer Blaubart. Mannigfache Adaptionen des Blaubart-Mythos bevölkern seit Jahrhunderten unseren Kulturraum. Darunter die Oper des ungarischen Komponisten Bela Bartok. Zu Beginn von Herzog Blaubarts Burg hören wir folgende Worte. Wir schauen einander an, erzählen unsere Sage. Wer mag sie wissen, woher wir sie haben? Wir hören sie und staunen. Unser Wimpernvorhang öffnet sich. Wo ist die Bühne? Draußen? Drinnen? Blaubarts Burg ist kein realer steinerner Bau. Sie ist seine Seele. Darin spielt sich eine archaische Liebesgeschichte ab. Aber hinter der Fassade dieser Liebesgeschichte schimmert eine grenzenlose Unterwelt von Träumen, dunklen Obsessionen und verschlüsselten Sehnsüchten durch. Wer ist also dieser Herzog Blaubart? Figur oder vielleicht doch eher eine Projektion unsererseits? Und sind es seine Erinnerungen, dunkle Vermächtnisse, prunkvolle Schätze, die sich hinter den sieben Türen verbergen? Oder ist der Herzog Blaubart nicht vielmehr ein Hüter unserer heimlichen Obsession? Jetzt habe ich viele Worte über den Herzog, viele Worte über seine Burg verloren und dabei kein einziges zu Judith gesagt. Sie, die aus einer Welt, die unserer gleicht, ausbricht, vor Überdruss, Langeweile, voll unbändiger Sehnsucht nach einem Abenteuer. Sie stürzt sich in die Arme des Herzogs und findet sich am Ende vor einem überdimensionalen Spiegel wieder. Ihr Selbstbild, das sind wir alle. The thing that unites all the characters is that they all have moments of intense introspection where they try to deal with the problems that they have, and for all of them, it seems very difficult for them to come to go forward, and they all meet a moment of crisis at one point or another. We from our privileged position of the seat in the auditorium, suffer with the characters on stage who are going through something that we hope that we won't have to go through. But of course, the music is so beautiful and is so extraordinarily sculpted in the most extraordinary way. I mean, I really think you can actually talk about a kind of musical architecture and sculpture with Verdi. The space that we've created with Radu Borozescu is essentially not a realistic one, but more what I suppose directors call a psychological space, in that it's a black void in which can resemble known spaces, a church or a hall or something, but is in fact really the mental a space in which Don Carlo is enclosed. I think Verdi, one has to admire him in his absolute uncompromising way in which he will pursue an outlook on a society, on a time, and on a situation. And so Don Carlo is unique for that. Ich bin froh, wieder dabei zu sein, wenn sich bald die Türen wieder öffnen und wir alle ausbrechen können.
Ausbrechen tut auch die Arabella auf die Suche nach der Richtigen. Der Richtige ist aber eine Fantasie, eine Vision von einer, der kommt, um sie zu befreien. Die Freiheit ist die Liebe. Ich bin gespannt, ob die Arabella die Liebe auch findet in Richard Strauss Tragikomödie Arabella, demnächst in das Opernhaus von Essen. Wir freuen uns, Ihnen in der nächsten Spielzeit wieder unser Zugabenprogramm zu präsentieren, um uns gemeinsam mit Ihnen, liebes Publikum, auf Ihren Opernbesuch einzustimmen oder im Nachhinein über das Gesehene zusammen zu reflektieren. Oder Ihnen auch nur die Möglichkeit zu geben, unser Theater und unsere Künstler einmal aus einer ganz anderen Perspektive kennenzulernen. Hier präsentieren wir Ihnen mitunter das Programm Mehr Musik, der etwas andere Liederabend. Hier erwarten Sie nicht nur Kunstlieder, sondern vielleicht auch Jazzstandards, Fado oder vielleicht sogar Poetry Slam. In der kommenden Spielzeit holen wir drei Programme nach, die in der letzten Zeit leider nicht stattfinden konnten. Jetzt erhalten endlich zwei neue Ensemblemitglieder die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Unter anderem wird sich unser neuer Bass Christoph Seidel mit seiner Pianistin Maren Donner der Wanderlust hingeben. Danach erleben Sie unseren wunderbaren Bariton Tobias Greenhall, der unter anderem Schumanns Dichterliebe im Gepäck hat. Und schließlich wird unser Opernchor unter der Leitung von Jens Bingert den Sommernachtszauber beschwören. In unserem Format Tatort Alto präsentieren wir im Anschluss an eine Vorstellung noch ein weiteres Stück. Und Sie, liebes Publikum, haben hier die Möglichkeit, im Bühnenbild der vorher aufgebauten Produktion Platz zu nehmen, um hautnah am Tatort dabei zu sein. Wir starten mit einem Programm, das unsere Regieassistentin Sarah Wieners konzipiert hat. Es trägt den Titel Lieder einer Ehe. Und hier begeben sich unsere Ensemblemitglieder Bettina Rank und Heiko Trinsinger in eine Paartherapie, deren Bedingung es ist, sich nur in Kunstliedern zu äußern. Danach wird die Bühne des Altotheaters im wahrsten Sinne des Wortes in einen Tatort verwandelt, denn in Noch ein Massaker dreht sich alles um Serienmorde in der Opera Seria. Regie führt unser Leiter der szenischen Einstudierung, Sascha Krohn. Und es singen für Sie Giulia Montanari und Carlos Cardoso, beide hier fest im Ensemble des Alto Musiktheaters. Und last but not least präsentieren wir Ihnen noch einen dritten Tatort. Der trägt den witzigen Titel Ausgebufft, denn unsere Leidenschaft brennt heißer noch als Gulaschsaft. Diesen Tatort verantwortet unsere Regieassistentin Mareike Malizius und es singen und spielen für Sie unsere Ensemblemitglieder Christina Clark, Albrecht Klutzeweit und Christoph Seidel. Nicht fehlen darf natürlich auch das Künstlerlesen, das wir in Zusammenarbeit mit dem Café Livre präsentieren. Künstlerinnen und Künstler des Alto Musiktheaters lesen für Sie aus Ihren Lieblingsbüchern und danach werden Sie noch die Gelegenheit haben, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, was sicherlich vielleicht auch zu dem besonderen Reiz dieses Formates beiträgt. Selbstverständlich geht auch unser Format Jazz im Alto in die nächste Runde, denn es ist ja nun schon Tradition seit einiger Zeit, dass die Cafeteria des Alto-Theaters zuweilen in einen Jazzclub verwandelt wird. Und hier präsentieren sich Ensemblemitglieder und Orchestermusiker noch einmal von einer ganz anderen musikalischen Seite, denn es wird gejazzt und gejammt, was das Zeug hält. Und natürlich, das wissen Sie, liegt uns die Musiktheatervermittlung sehr am Herzen. So werden wir unsere allabendlichen Einführungsvorträge vor den meisten Vorstellungen beibehalten. Wir werden sie auch weiterhin als Podcast auf unserer Homepage anbieten, zur Vorbereitung oder zum Nachhören. Und eine Woche vor jeder Premiere präsentieren wir Ihnen unsere Matineen, in denen wir mit den Regieteams und mit ausgesuchten Mitwirkenden der Produktion ins Gespräch kommen und einen kleinen Vorgeschmack vermitteln. Spannende und zuweilen auch lustige Hintergrundinformationen erhalten Sie in dem Format It's Tea Time, wenn die Herrschaften Fräulein Vorlaut, Gisbert Träge und Miss Bettenauer zum Tee einladen und plaudern und tratschen, bis die Kanne leer ist. Und schließlich und endlich gibt es auch Nachgespräche zu ausgesuchten Produktionen, jeweils zweimal zu unseren Neuinszenierungen. Da werden wir im Anschluss der Vorstellung mit Ihnen ins Gespräch kommen, mit Mitgliedern des Ensembles und mit den Regisseurinnen und Regisseuren. Wir hoffen natürlich sehr, in der kommenden Spielzeit wieder häufiger mit Ihnen, liebes Publikum, in den persönlichen Kontakt zu treten. Wir freuen uns auf Sie, bleiben Sie gesund und bis hoffentlich ganz bald.